Nailas Mutter wollte das schlechte Benehmen ihrer Tochter unterbinden. Deshalb wollte sie sie in einer Familie sehen, die ihre Werte respektieren und danach leben. Naila versuchte sich zu widersetzen. Nein, aber sie hatte keine andere Wahl. So verheirateten ihre Eltern sie kurz nach ihrem 18. Geburtstag. Heute ist Naila tief unglücklich und spricht nicht mehr mit ihnen. Aus der Sicht seiner Eltern verschwendete Oma seine Zeit. Sie wollten immer, dass er sesshaft wird, eine Familie gründet und Verantwortung übernimmt. So zwangen sie ihn mit 23 in die Ehe. Seitdem verspürt er Wut auf die gesamte Gemeinschaft und hat mit allen gebrochen. Angelikas Eltern waren gegen ihren Wunsch, das Studium fortzuführen. Sie wollten nicht, dass sie etwas Dummes machte, um für ihre Hochzeit rein zu bleiben. Als sie sie mit 16 zwangsverheirateten, stahlen sie ihr den Wunsch von einem selbstbestimmten Leben. Was wäre, wenn es eine andere Wahl gäbe? Naila hat mittlerweile ein Geschäft eröffnet und verkauft traditionellen Schmuck. Sie lebt nun mit einem Mann, den sie gewählt hat, und sie unterstützen sich gegenseitig. Oma geht wieder zur Schule und ist sehr zielstrebig geworden. Er hilft seinem Vater bei der Entwicklung seiner Baufirma. Angelika studiert und verbringt viel Zeit mit ihrem jüngeren Bruder. Heute ist sie der Stolz ihrer Eltern. Lasst ihnen die Wahl. Gebt ihnen die Chance, euch stolz zu machen.